So, meine Lieben. Jetzt geht's los. 3, 2, 1. Was geht ab, ihr Schüttchen? Willkommen. Erstmal der Wodka Energy. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Rack hier auf Pietsmeet TV mit allem aus dem Team Pietsmeet. Der wir jetzt von den Niederlanden. Schon immer gewesen. Moment, ganz schnell, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Verstecken. Heute mit komplettem Team Speed Meet. Ich komme. Das heißt, Jay fällt jetzt direkt mit dem Auto durch die Gegend. Das ist aber tricky, ey. Ja, ich bin gut versteckt. Oh, ich bin tot. Okay, Sepp habe ich gefunden. Jay, guck mal nach rechts. Alter, eure Mütter sind da. Alter, hatte ich meine Handgranate noch mal eben irgendwie? Nee, ich hab das Gefühl, das steckt da drin fest. Ja, ja. Nee, du legst es auf das Ceranfeld drauf, das Küchenpapier, da wird er direkt eingesaugt. Ah, ja, ja. Wird am Anfang braun, kann ich euch sagen, Leute. Danach ist Feuerlöscher angesagt. Yeah. Guck mal, hier liegt ja ein Schwamm. Was vier Pieces? Nuggets! Was denn sonst? Jay, wir brauchen neue Nuggets. Wo soll ich den Schwamm hinlegen? Ich leg den hier zu den Tablets. 12 Sekunden später. Ey, wo ist denn der Schwamm jetzt hin? Das war kein Schwamm, das war ein Chicken Nugget. Alter! Booyakascha! Exakt! Alter, meine Grafikeinstellung ist so viel geiler als die von der Person, die diese Fotos gemacht hat. Alles sehr gut, du kannst nur rechts raus, oder? LOL! LOL! Okay. Ich bin da doppelt gesprungen. Ja. Da ist einmal so hochgegangen und dann springt er direkt nach vorne. Ich hab danach gar nicht mehr springen gedrückt. Ich hab nur einmal springen gedrückt. Ich bin da doppelt gesprungen. Okay. Da rechts ist irgendwie gefährlich. Der See des Todes ist da. Das sehe ich nicht so. Spaß. Hätte ich gerne genommen, aber hast du nicht gefunden? Scheibenkäse. Aber das Problem ist, unser Hit ist so groß und so nicht logisch sortiert. Aber steht der nicht einfach beim Käse? Nicht so, der Hit wendet keinen. Nee. So macht man Witze. Das ist aber... Lol. Hä? Wo ist mein Schwert hin? Hä? Aber du warst schneller, glaube ich, in der Beschleunigung. Das Scheiße, stimmt. Nur Vierter, ey. Ich geh mich erhängen. Sehr gut. Was brauchen wir nochmal eingekauft? Eier? Ja, genau. Was steht denn an der Spitze der Ernährungspyramide? Der Mensch. Das Rote ist fertig. Das Rote ist fertig? Das Rote ist fertig, ja. Guckt Bein. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts, wa? Oh, ich bin fast tot. Das ist echt ungeil. Nimm doch Medizin. Alter, der schlägt mich. Wo bist denn du? Okay. Direkt mit Rechtsklick kann man den Speer übrigens werfen. Ich bin fast verreckt. Peter, gab es jetzt Friendly Fire oder nicht? Ja. Also nein. Ich bin auf jeden Fall gerade fast gestorben, aber ich weiß nicht, wer auf mich geschlagen hat. Ich habe hier den Dude abgemetzelt. Und ja, und der stand direkt daneben. Wir haben doch schon getestet, Peter. Ich habe doch ein paar Mal auf dich draufgeschlagen. Ja, ich weiß. 20 Minuten später. Okay. Ja, von dem kommt doch auch das... Aua. Von dem kommt doch auch das... Am nächsten Tag. Jo, Stoff. Aua! Wer hat mich geschlagen? Das macht auf jeden Fall Damage. Es gibt Friendly Fire, ihr Pimmelnasen. Also eigentlich hatten wir das getestet, dass es keins gibt. Weißt du, ob du überhaupt einen Kopf haben solltest? Aua, ich bin, glaube ich, gecrashed. Ich glaube. Master der Linguistik hier. Da ganz viele Flaschen, geil. Hä? Ich war mal hier oben, aber nicht hier oben, sondern ich dachte, ich wäre hier oben, aber war dann scheinbar woanders oben. Ich bin ein bisschen weiter in die Richtung, in der oberen Etage gewesen. Ja, genau. Ich bin doch kein Idiot. Da waren ganz entspannte drei Leute. Christian, mit deinem Anhänger sieht du meinen Tipp gesehen, aus. Jay? Er muss hier sein. Ich hab doch den Flug der Dingens muss doch, der ist doch hier runtergegangen. Also ich weiß halt, wo du ungefähr sein könntest, aber da eigentlich kannst du nicht hier hinten sein. Eigentlich kannst du hier nicht sein. Verstehe ich. Pietsmeet nur ohne Kontext. Da führt unser Wahlwerbevideo jetzt. Nur wegen dem Gras. Ich glaube, Gras ist key. Gras zeigt mir den Weg. Also ich hätte eigentlich ganz gerne einen großen. Das verstehe ich. Wobei eigentlich auf der anderen Seite ist ein großer halt auch wieder scheiße, weil je größer der ist, desto weniger bringst du deinen Müll raus. Ja, genau. Also ich hab 20 Zentimeter. Okay, ich habe ihn leicht berührt, diesen Stamm. Und er hat mich gefickt. Es gibt halt Löcher. Und es gibt Löcher. Dieser Spalt. Was kommt hier durch? Was kommt rein? Was geht raus? Verdammter Ort. Ja. Und ich gehe jetzt den Kinderschänder ficken. Mit der Killerbi. Ach du Scheiße. Oh Gott! Der Bus hat mich gefickt. Oh, Alter! Da war gar kein Junge, Bus. Junge, oh Gott! Udon, warum?
Oh, wir sind alle vorne. Alter. Das ist ja mega. Das kann doch nicht wahr sein jetzt. Ihr wart nur dann schon wieder mich gefickt. Was soll das denn? Jetzt bin ich tot. Oh. Wo ist denn der Controller da hingeflogen? Der ist noch nicht geworfen worden. Ja, okay, ein bisschen weggelegt worden. Ja, ist ja aber wenn du den Controller in die Hand nimmst und den Schüttel. Geh mir. Tanke ist erstmal nicht uninteressant, aber leider falsche Richtung für uns, wenn ich da. Walli, oh, dann habe ich mich erschrocken. Ja, oh, gerade ein guter Schütze, ey. Ja. Nope. 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 Okay. Perfekt für den Best-of-Zusammenschnitt. Ja, oh, gerade ein guter Schütze, ey. Gucken, okay. Kann ich hier links ins Wasser? Nein, kann ich nicht. Okay, unsichtbare Mauer. Dann ist schon sauer. Yo! Boom. Ich finde dieses Spiel scheiße. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge PUBG Turnier. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Weiter auf Haven, einer sehr kleinen Map. Okay, die Map ist sauklein. Ich glaube, ich möchte da rein. Yo, boom. So, ich bin direkt raus, weil die ist ja schon sehr klein. Gehen wir mal in die Richtung. Die Map ist ja insane klein. Wie euer Lümmel. Ja, sehr kleine Map. Die ist sehr klein. Okay, ich möchte da hin. Soll, da fährt ein... Ja, ist kein Problem, oder? Ist das Ding auf mich? Aber der Alter, der hat Feuerwerfer, Flammenwerfer! Oh, ist tot! Oh, ein zweier Helm. Nicht mal was Vernünftiges. Und endlich mal Notfallschirm? Wofür hat man Notfallschirm? Yes! Oh, warte mal. Da ist er. Huh. Ist die Sau nach hinten weg? Ist jetzt da reingegangen. Zeit zu pushen, würde ich sagen. Was? Alter, Jules! Was war das denn? Bruh. Ach! Jules! Da ist Sepp down. Holy shit, hab ich mich erschrocken. Winner, Winner, Chicken Dinner, bitte. Martin, 3. Wer ist Martin? Und warum gibt's 3 davon? Wir stehen ja an der Bayview Lodge. Wer ist denn gerade noch in Rena? What? Ne, Denner steht da, nicht Rena. Da steht Deiner. Ja, mein, hab ich doch Dina. Dinner. Dinner. Dinner ist Abendessen. Deiner. Ja, nein, Deiner. Nice to meet you erstmal. Dina und General Store. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu meiner Bestrafung. Wie ihr schon im Hintergrund seht, Mountain Alpaca. Also ihr werdet gleich ganz grandiose... Alter. Was? Hä? Hä? Wir haben es geschafft! Wir sind oben! Okay, wir können diesen langen Stamm nehmen und runterfallen. Oder aber wir können zweimal einen kurzen Stamm nehmen. Was? Was? Wir können das ja ein bisschen testen. Können wir dich irgendwie so hinlegen, dass du... Was? Kann ich hier einfach auf den mittig draufspringen? Ich kann einfach rüberspringen. Okay, das heißt, ich muss ja nur da draufspringen und dann rüberspringen. Ich habe einfach eine Bombe mal platziert. Der stand gerade vor mir, aber der hat mich nicht gesehen. Ich hab jetzt unten so ein Ding aufgestellt. Bombe. Ich höre eine Bombe. Alter, in der Spielhalle ist legit nur ein PC, glaube ich. Ja, ist okay. Jeder PC mehr ist... Wobei, ich könnte ins Büro mal gehen. Immer ins Alter, Büro. Wir haben schon 7. Excuse me? Ich habe richtig viele PCs hier. Es gibt kein Büro. Also zu jedem vor. Ich finde den Smoke-Spot hier, wenn du da hinguckst. Da dann genau. Ich brauche einen hier links mit drin. Kann mir da jemand helfen? Ja, ich kann dir helfen. Oh, scheiße. Okay. Aber
Honig ist eine Biene und die Biene kommt von der Blume, weil der Honig ist Blume und dann das. Du ein Scheiß. Der ist da immer noch. Geht jetzt raus. Der ist rausgegangen. Der ist locker in der Kart. Ich bin tot. Cockiese. Er hat sich gerallt, er hat nicht mal das Geld gesehen. Er hat sich gerallt, dass ich falsch disguised bin, dass ich durch den Pieper gelaufen bin. Was ist der Kate? Hinten raus, rechts rum. Ja, da raus. Mit Geld? Ja. Oh, da sind aber Slots, ne, die sich dann quasi, ja, also eine Fackel werden. Und ja, genau, das ist ein bisschen belastend. Man kann gar nicht alles da reinmachen, du hast ja nur eine bestimmte Menge an Waffen. Du kannst nur zwei Waffen da reinmachen. Achso, habt ihr gerade schon geredet drüber, okay, whatever. Fuck you all. Du kannst aussuchen, was wir als nächstes spielen. Mösenmanöver finde ich so schön. Peter, dann gibt es einfach. Da war das Mösenmanöver. Oh, dafür nur laufen mit WASD. Jedes Mal, wenn eine Explosion kommt, einen Schritt weiter in der Reihenfolge der Pfeile gehen. Ja, ja. Ja. Scheiße. Oh. Oh. Scheiße. Läuft. Okay, wir hatten schon bewegen müssen. Wir sind spät losgelaufen. Krass, da hätten schon laufen können. Mega. Ladies and Gentlemen, hallo. Moment, sorry nochmal. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge AFT-Turnier. Und dann renne ich doch mal direkt Richtung Dorms, um zu gewinnen. Rein in Dorms, let's go. So schwer wird das doch nicht sein, oder? Wie ich. What the fuck? Wie schnell war der denn da schon drin? Dazu schießen! Gott, das war eine gute Runde. Die Türen aufmachen. Oh Gott! Hallo? Ja, wenn du low bist, musst du zum Kopf kommen. Ja, aber ich dachte, hier liegt vielleicht irgendwo so ein... Okay, ich hab den Falschen abgeschossen. Das war der Falsche. Die schießen gerade an der Garage. Der ist gerade weggelaufen. Der Grüne, glaube ich. Vor dir, ja. Nope. Okay, doch nicht. Dann war der Hintere. Dann war der andere. Dankeschön, dass ihr mit uns gelacht habt. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Und danke. Nächstes Jahr wieder. Nee, dieses Jahr. Dieses Jahr wieder. Ende dieses Jahres sehen wir uns wieder. Haut rein. Tschüss.